Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in TS Classic. Und ich glaube, das wird das Video sein, wo ich am meisten Nerven verloren habe mit TS Classic. Die Idee war eigentlich ziemlich einfach. Armstrong Powerhouse hat die London to Bedford Enhancement Pack rausgebracht, sodass die Strecke jetzt mal richtig gut aussehen tut. Und ich dachte, das stelle ich mal vor, inklusive im Szenario, was jetzt nicht unbedingt mit einem Enhancement Pack kommt, sondern von ihrer eigenen Szenario-Database haben sie dieses Szenario, was wir da jetzt hier fahren, aktualisiert, dass wir auf dieser neuen Strecke fahren können. Und ich habe jetzt knapp anderthalb Tage damit verbracht, dass die Strecke sowie auch das Szenario einwandfrei funktioniert. Denn Armstrong Powerhouse hat nämlich nebenbei noch einen Haufen andere Add-ons mit aktualisiert. Und ich bin so jemand, ich tue nicht aktualisieren, solange die Sachen funktionieren. Ich habe mir das installiert und erstmal hat gar nichts mehr funktioniert und habe dann anderthalb Tage damit verbracht, die ganzen Add-ons zu aktualisieren. Ich habe sogar TS Classic aktualisiert auf die neueste Version. Auch das mache ich eigentlich nicht, weil solange es eben funktioniert, dann mache ich kein Update und Als erstes hatte ich mit dieser Handset Mac ein bisschen Performance-Probleme, beziehungsweise ich bin immer noch nicht ganz happy. Ich bin jetzt auch von 4K auf 2K runtergegangen. Wir fahren momentan mit der Vulkan-Engine vom Airway Enhancer. Das sieht man jetzt links oben an der FPS-Anzeige. Die kommt vom Airway Enhancer und der entsprechenden Engine. Wir sind gerade im Schnitt bei 26 FPS. Das Video werde ich auch nur in 30 FPS aufnehmen. Alles drüber kriege ich da nicht hin. Aber die Strecke sieht ziemlich geil aus. Also im Prinzip hat Armstrong Powerhouse die komplette Strecke neu gemacht, inklusive von den Oberleitungen, Signalen, von den Vegetationen her. Es schaut jetzt richtig, richtig gut aus, braucht aber auch Performance. Zumindestens, wenn man über Full HD spielen will. Ja, alles, was ihr hier da irgendwie seht, auch von den Fahrzeugen, ist von Armstrong Powerhouse, inklusive der 2 Class 50 hier und den ganzen M1 Wagen da hinten. Alles Armstrong Powerhouse, von daher ist die Qualität ganz gut. Ich hatte oder habe immer noch das Problem, dass mir so ein, zwei Assets fehlen. Das heißt, wenn da mal irgendwie ein Schild rumfliegt, dann sei das zu entschuldigen. Ich habe das jetzt in einen Zustand reinbracht, wo ich sage, jetzt passt, jetzt habe ich 99%. Und die 1%, ja, mache ich mit der Zeit irgendwann mal. Ja, und dann dieses Szenario hier. Das kostet 1 Franken, beziehungsweise 1 Pfund. Und dann könnte man das fahren, aber das Szenario hat bei mir nicht funktioniert. Beziehungsweise, es lädt ganz normal und man fährt eigentlich hier mit dem Class 50 mit einem Rolling Start von hier hinten rein. Da so eine Kurve rein. Und dann bleibt man bei diesem roten Signal stehen. Und irgendwas ist, muss mit diesem Rolling Start da kaputt sein, weil ich habe nie eine Ausfahrt gekriegt. Ich habe dann den heutigen Tag, die Hälfte vom Tag damit verbracht, herauszufinden, warum das Signal nicht auf Fahrt geht. Und meine Vermutung war, dass ständig von da hinten irgendwas kommen will. Ich habe diverse Fahrzeuge gelöscht, ich habe ausprobiert, ich habe mich dann auch mal hier hingestellt. Das wollte dann nicht. Und ganz zum Schluss habe ich mal diesen Rolling Start dann entfernt und siehe da, man kann es jetzt fahren. Beziehungsweise, dieses Signal geht immer noch nicht auf grün. Das Signal auf dem Gleis hier würde auf grün gehen, wenn ich weiter hinten stehe. Also das Signal da. Aber das mag mich nicht. Und das größte Problem war, ich zeige es euch mal ganz kurz, auch wenn ich dann gefragt habe, ob ich drüber fahren kann, diese Weiche da, die hat sich nie umgelegt, die war immer gerade und nicht abweichend, sodass wir jetzt hier rausfahren können. Das heißt, wir haben jetzt hier theoretisch eine Fahrstraße. Ich muss nur tappen und dann geht's los. Ja, also, ich bin echt froh, dass wir jetzt endlich mehr fahren können. Was fahren wir denn überhaupt? Also, wir fahren die Irish Mail AP95. Hey, der Driver, you start on the move here at Dunding Hill Junction. Nee, tun wir nicht. With the empty coaching stock for this rail tour, which organized from Old Oak Common. You will then hot food it on the downfast to St. Elvis City, das ist unser nächster Halt. You will pick up your first set of passengers in readiness for a 6:52 departure. You will then call to Luton and to Bedford before being relieved by another driver. Finally, please note that your maximum permitted speed is 90 Meilen pro Stunde. Also im Prinzip, wir sind jetzt momentan noch empty.
In St. Albans City sollen wir dann die Passagiere aufnehmen und dann geht's weiter bis nach Bedford. Theoretisch 70 Minuten. Wir haben jetzt eigentlich noch recht gut Zeit, weil wir sollen erst um 6:51 da sein. Das ist in 14 Meilen dann. Das heißt, wir können uns hier schon mal ein bisschen umsehen. Allein schon hier von der Vegetation. Also alles, was ihr hier seht, ist de facto neu. Inklusive den ganzen Klatter, so Kleinzeugs wie Laternen, solche Sachen, das hier, das ist alles komplett neu. Das war vorher, da war einfach gar nichts da. Also kennst du die Daftar Games Standardstrecken, wie die so aussehen. Und kommt ja noch dazu, dass die ganze Strecke eigentlich relativ alt ist. Und es ist schön, dass wir jetzt hier Refurbishment gekriegt haben. Auch da die Laternen da oben, neu. Dann haben wir hier auch die HST-Marke mit dabei. Wir haben jetzt die Mileposts, die sind auch neu. Alle Signale sind neu. Mit dem Enhancement Pack haben sie hier dieses neue Signalsystem, was sie haben, mit reingepackt. Aber das funktioniert auch nur mit der Strecke hier. Wenn ihr es auf den anderen Strecken haben wollt, dann müsst ihr euch schon das komplette Pack hier holen. Und ja, es ist einfach realistischer. Und gerade mit der ganzen Folie, hier sieht man das sehr gut. Haufen Grün. Man sieht dann diesen grausigen Unterboden hier nicht. Es macht dann schon viel mehr Spaß, hier durchzufahren. Ja. Das lässt sich schon sehen. Wir werden dann mehr bei der Fahrt sehen. Und da werde ich auch mal ein bisschen vorlesen, was Armstrong Powerhouse so alles reinschreibt, was sie denn so alles neu gemacht haben. Gut. Wir werden jetzt mal unsere Class 50 hier abfahrbereit machen. Machen den mal an, den machen wir aus. Headlights machen wir an. Einmal entsperren. Engine only. Machen wir das Spaßsystem noch mit an. Und dabei das Spaßsystem mit an. Bremse entsperren. Mein Kollege. Instrument Lights machen wir mit an. Und dann würde ich sagen, sind wir bereit zur Abfahrt. Dann mal kurz raustappen. Ah, jetzt habe ich wieder ausgemacht, ne? Ja. Anmachen. Abfahrt. Ja, und das sei zu entschuldigen. Da ist was falsch installiert. Aber ich habe keine Nerven mehr. Das ist so DS Classic Moment Hardcore gewesen. Also, teilweise, das ist der Vorteil von Train Sim World 4. Da funktionieren die Sachen, wenn man sie installiert. Gut, bei Mods muss man trotzdem mal darauf achten, aber DS Classic, das ist so frickelig. Wenn du damit so viele Mods, also gerade wenn du gerade so eine Station hast, wo zigtausende Mods drin sind und du veränderst irgendwie eine Sache, dann kaskadiert es irgendwie und dann wirst du ewig dran, die Sachen wieder zum Laufen zu kriegen. Deswegen habe ich auch so Schiss, irgendwie TS Classic mal irgendwie neu zu installieren oder auch zu updaten, eben genau aus dem Grund, weil du dann teilweise ewig dran sitzt. Aber ja, jetzt habe ich wenigstens mal ein aktuelles TS Classic. Das erste. Und das werde ich auch nicht mehr anfassen. Außer es ist dann irgendwie wieder nötig. Und wenn ich da noch ein paar andere Sachen gefahren bin, und ich sehe auch, dass die anderen Sachen funktionieren, ziehe ich mal wieder ein Backup. Und dann kann das Ganze wieder von vorne losgehen. Ah, schon schön. So. 10 Mai schon die Ausfahrt hier. Wir dürfen dann aber gleich Gas geben auf die 90. Ich wollte eigentlich das Wochenende irgendwie so 3-4 Aufnahmen machen. Ja, jetzt wird es halt nur die Aufnahme. Danach werde ich erstmal chillen, weil ich war kurz vorm Aufgeben.
Das mit dem Rolling Start, das war so das Letzte, was ich probiert habe, und dann hat es auch funktioniert. Oi, oi, oi. Aber ich glaube, da werde ich mir Armstrong Powerhouse eine kleine E-Mail schreiben. Und dann einen kleinen Report machen. Für den Fall, dass ich nicht der Einzige bin. Und sollte Armstrong Powerhouse dann nicht irgendein Update rausbringen, und habe genau das gleiche Problem mit diesem Szenario, dann nehmt den Rolling Start weg. Aber dann auch eine Ansicht innen. Ja, Hammer. Sehr gut. Ja dann, Vollgas. Die Class 50 klingt einfach geil. Ist ein nettes Spielzeug. Das Fenster aufmachen. Ja, macht keinen allzu großen Unterschied. Okay. Armstrong Powerhouse Seite habe ich mal offen. Ja, das noch mal vor. Majority of CDD visible from the driver's cap has been ripped out and replaced with higher quality and more accurate detailed assets. Also, unterm Strich, die ganze Scenery einmal komplett ausgetauscht und neu gemacht. Und dann halt mit high quality Sachen ausgetauscht. Dann, wie ich schon erwähnt habe, die Oberleitungen sind komplett ausgetauscht. Da ist nichts mehr original da. Dann, 12K-Plattformen sind hinzugefügt worden, HSD, Speed Indicator sind hinzugefügt worden, Trinks Cross Thames Link, vor allem für historische Szenarien, ist hinzugefügt worden, also gibt es sogar die Streckenerweiterung. Dann Kicklewood Curve Junction und Brand Curve Junction zu Dutton Chill Junction ist komplett neu gelegt mit akkuraten Steigungen. Dann zusätzliche Gleise zwischen Carlton Road Junction und Junction Road. Junction? Okay. Dann Signation ist entsprechend verbessert worden mit dem Signal Enhancement Pack. Die neutralen Sektionen und CSRs sind hinzugefügt worden und auch funktionierend. Zumindest wenn ihr da mit Sachen rumfahrt, die das auch unterstützen. Dann Ambient Audio. Also das, was man hier so im Hintergrund hört, haben sie an über 59 verschiedenen Stellen aufgenommen und eingefügt und natürlich viel, viel mehr. Kommt insgesamt mit 4 Szenarios. Wenn ihr die spielen wollt, dann braucht ihr die Class 43 Pack, also Enhancement Pack 317, 319, 377, das JKA Wagon Pack, das JPA Wagon Pack, Sky and Weather Enhancement Pack 2.0 für ein Szenario. Ich meine, das sollte man sich grundsätzlich mal kaufen, weil das Wetter sieht einfach bei Armstrong Powers wesentlich geiler aus. Und das TDID Wagon Pack. Und da gibt es nochmal 4 weitere Szenarien, die jetzt auf der Enhancement-Strecke fahren. Das findet ihr dann auf der Seite von Armstrong Powers mit den ganzen Szenarien. Die kosten aber jeweils 1 Franken, sind extra, optional. Aber ich gehe mal davon aus, dass bei Alan Thompson Sim und Co. entsprechend 3 Szenarien kommen werden, die die neue Strecke hier nutzen. Ich glaube, dann ist damit die alte Strecke ausgestorben. Weitestgehend. Außer man will da irgendwie Spezialszenarios fahren, aber es macht schon Sinn, dass man nur noch auf der neuen unterwegs ist. Es sieht einfach so viel besser aus. Ja, das ganze Grün hier. Ist halt auch realistischer. Was wäre die Welt nur ohne Armstrong Powerhouse? Oh, das ist auch eine geile Aufnahme.
So, wir haben unser VMAX erreicht. Wenn nur alle Add-ons die Qualität hätten, wie die von Ihnen da. Wobei, auch AP macht ab und zu mal Blödsinn. Erinnere ich mal an die Class 40, die dann ewig lang nicht mehr gecatcht worden ist. Aber sie haben es nachgeholt. Ja, sieh mal noch. Also 7,9. Ja, das kann man schon gelten lassen für TS Classic-Verhältnisse. Ich meine, klar, da sind jetzt noch die Shader vom Airway Enhancer mit drauf, aber auch ohne dem sieht das richtig gut aus. Nein, das sieht uns nicht. Wir dürfen ja eh nur 90 fahren. Wenn wir vielleicht minimal zu schnell sind. Eigentlich wäre es natürlich auch noch gut gewesen, mit einer E-Lok zu fahren. Classic D7 oder sowas, was älteres. Da könnte man diese Neutral Sections noch ein bisschen durchtesten. Aber nee, Class 50 soll sein. Schon lange nicht mehr gefahren. Bisschen Diesel Heritage Power. Und in St. Albans City hat AP eine kleine Überraschung für uns bereitgestellt. Auf die freue ich mich schon, dass wir die mal gemeinsam ansehen können. Ich hoffe, dass wir überhaupt bis zum Ende ankommen. Weil ich habe bis jetzt nur den Anfang von dem Szenario getestet, dass wir halt hier die Ausfahrt kriegen. Ich bin bis St. Albans City gefahren. Und wenn wir dann entsprechend länger warten, für euch wird es nur ein Cut sein, aber ich muss ja Echtzeit dann warten. Aber ich hoffe, dass der Rest vom Szenario auch wirklich funktioniert. Aber ich gehe mal davon aus. Und das Schlimme war im Editor, mit dem Rum-Editieren, kannst du ungefähr im Schnitt 5-6 Änderungen machen. Also ändern, testen, ändern, wieder testen und dann schmiert der einfach TS Classic wieder ab. Es muss so schlimm sein, für TS Classic irgendwie beruflich irgendwas zu machen. Also gerade sowieso wie Armstrong Powerhouse und die ganzen Streckenbauer. Wenn ihr dann durchgehend da dir der TS Classic abbraucht. Wobei, gut, wenn du jetzt eine Strecke machst, dann bist du vermutlich länger ein bisschen im Editor. Und du hast einfach auch einen Haufen Grünzeugspflanzen etc. oder Strecke und dann tust du mal speichern und dann gehst du mal rein und tust mal testen vielleicht. Aber trotzdem, du musst da ständig mit irgendwelchen Crashes denken. Und dann hat das Ding ja noch nicht mal ein Autosave. Also du musst ja daran denken, dass das Ding safen soll. Oh, ich glaube, das könnte ich nicht. Mein Kollege. Kriegen wir noch ein paar sexy Shots? Yes! So muss das. Oh oh, wir sind gleich da. Gehen wir mal runter vom Gas hier. Und fangen wir mit den Bremsen an.
Ja, knapp 10 Minuten vor der Zeit. Und ich weiß jetzt schon, wir sind zu lang für die Plattform. Das macht aber nichts. Und dann passt man gleich auf zu unserer linken Signalbox und sagt Elbens. Und schon Ausfahrt. Weil das der Polen-Simulator, weil das nicht gut wird. Okay, wir werden da. Gibt's erstmal Zwangspause. Was? Talk to us, Samaritas. Ja, also dass hier der Stängel fehlt, ist HST. Oh, wie hier der Qualm so nachzieht. Arms and Powers. Ja, ich ignoriere es, dass hier ein paar Sachen fehlt. Ich habe die Dependencies alle installiert. Nach bestem Gewissen, aber... Ja, Details. So, aber was ich euch eigentlich zeigen will. Kommt der noch einer? Nö. Das ist diese Signalbox hier. Und da gibt es so nette Details wie das hier. Ich glaube. War das nicht im Intervall? Nee, okay, das leuchtet nur so. Ich dachte, das schaltet um. Hier drin irgendwie Secrets? Nee, aber dafür hier, auf diesem Vorplatz. Diese netten kleinen Details hier. Ich weiß nicht, ob das in echt auch so da ist, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Wenn wir da jetzt irgendwie so einen Heritage Trust hier drin haben, der die Signalbox hier da erhaltet. So ein Elven City Way Out. Ah, das ist ein nettes Detail. So, da hier ein bisschen Bahnübergang. Und hier auch. Warning to the Trespass und die Raven Penalty. 1000 Pfund. Ist klar. St. Albans South. So, Albans City, Harbinger Central. St. Albans South Signal Box. Bewerf Trains. Ja, ich glaube, das gibt es wirklich hier. Wir müssen jetzt hier sowieso eine ganz gute Zeit lang hier rumstehen. Ich werde erstmal einen kleinen Schnitt machen und ich werde mal nachgucken, ob das in der Realität auch so aussieht. Ich gehe mal davon aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich jetzt auch wieder und ich habe mal nachgesehen, die Signalbox da hinten, die ist noch vollständig erhalten, aber nicht mehr angeschlossen und der Garten, den wir da gesehen haben, der ist soweit auch 1:1 nachgebildet. Kann man besuchen. Jeden Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr. Und dann haben sie hier so ein Demosystem, wo sie entsprechend die ganzen Betriebssachen vor dem Stellwerk nachstellen können. Also coole Sache. Gut. Wir dürften dann auch gleich mal wieder losfahren. Wir gehen mal rein wieder in unsere Lok. Ich dachte eigentlich um 1:50 Uhr wäre die Abfahrt. 2:50 Uhr, Entschuldigung. Also 30 Sekunden noch. Und ich glaube, danach mache ich erstmal ein bisschen Feierabend. Als Belohnung, dass ich es endlich mal geschafft habe, das hier zu fahren. So, Looten-Plattform 5. Alles klar, in 10 Meilen.
Und nachdem wir eine ETA-Zeit haben, sollte das gut funktionieren. Ah, Wahnsinn, wie das da alles neu gemacht haben. So, wieder vorne rennen. Grüne Welle, so wie es aussieht. Unter 10, ja, nichts für uns. Wir bleiben bei den 90. Mein Kollege. Ah, ein bisschen gefährlich, was ich da mache. Übrigens, die MK1-Wagen haben auch ein Update bekommen. Also, falls ihr da irgendwie Ladefehler bekommt, dass ihr da Wagen nicht habt, einfach auf die Armstrong Powerhouse-Seite gehen. Nochmal neu runterladen. Aber ich glaube, es sind primär in der neuen Version nur Livery Change. Also, ich glaube, das Blau hier. Mal kurz nach hinten. Ich glaube, das Livery ist hier neu. Oh, braun kennen wir ja schon. Restaurantwagen, First Class. Esther, glaube ich, ist neu. Nee, Moment. Ich glaube, die blauen Wagen sind neu. Das ist eine RT-Lackierung da. Aber ansonsten, wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch die Wagen mal komplett austauschen. Wobei, da müsst ihr vorsichtig sein. Das dachte ich, mache ich ganz am Anfang, weil ich die neue Version noch nicht runtergeladen habe. Und dann habe ich Memory Overflow gehabt. Fand er nicht so geil. Wobei ich im Nachhinein nicht ganz verstehe, warum. Aber eigentlich nur das Livery ausgetauscht. So. Egal. Geht am besten einfach auf Amstel Powerhouse. Alle DLCs, die ihr da habt, nochmal neu runterladen, installieren. Ich glaube, es sind 12, 14 DLCs oder bis Packages komplett neu sind. Sieben Uhr vier. Ja. Ich glaube, wir sind super express heute. Gott, ist der Sound, ne? Wenn der Motor wieder so runter geht und du diesen Turbo hörst, wie der so runter pfeift. Ah. Einfach tolles Sounddesign. Und ich habe auch nicht wirklich was zu kritisieren an den Enhanced Pack. Es sieht alles super aus. Ich meine, dass mir teilweise Sachen fehlen, das ist garantiert meine Schuld, aufgrund von dem Setup, was ich habe. Aber wenn man jetzt eine saubere Installation hat, dann sollte das eigentlich einwandfrei klappen. Aber wer hat schon eine saubere TS Classic Installation ohne Mods? Also, solange man das mal ein bisschen länger spielt, sind Mods einfach immer mit im Spiel. TS Classic bräuchte eigentlich sowas wie einen Mod-Manager. Beziehungsweise DLC-Manager. Der irgendwie außerhalb alles von Steam Workshop irgendwie managt.
auch die ganzen Sachen von Just Rains, Vulkan Productions und hau mich tot, wenn die da halt irgendwie ein Update rausbringen, dann kriegst du es per se nicht mit, außer dass es irgendwie als Newsletter an, was dann heißt, ah ja, da gibt es sogar jetzt eine neue Version. Heißt im Umkehrschluss, man müsste halt irgendwie eine Plattform schaffen, auf die sich alle einigen, wo das Ganze dann reinkommt. Das wird vermutlich auch inkludieren mit zentralen Bezahlsystem etc. Da wird man vermutlich denken, ja, bei Steam vermutlich am besten. Auch für so kleinere Entwickler ist das dann auch wieder keine Option. Schwierig. Oder, ne, vielleicht kann man es. Ah, ich habe da vielleicht einen Ansatz. Vielleicht, wenn TS Classic für sich irgendwie so ein Update-Reminder drin hat, den irgendwie alle nutzen können, dass du irgendwie. Was du siehst, dass es eine Art Service ist, den alle nutzen können, kostenfrei oder vielleicht für einen kleinen Oberlos. Und dann kannst du da irgendwie so einen Flag reinsetzen mit, was du siehst, von Just Rains, die Route hat jetzt ein Update bekommen. Und der prüft das irgendwie mit einem lokalen File, was du für eine Version drauf hast. Und der tut dich einfach nur informieren, hey, das ist übrigens nicht die aktuellste Version drauf. Und dann, klar, muss er halt nach wie vor auf Just Rains zum Beispiel gehen, die Sache runterladen und updaten. Dass du irgendwie auf die Art und Weise informiert wirst. Dann können alle ihre Leute das immer noch so individuell machen. Aber dann hast du wie so einen zentralen Update-Mechanismus oder Notification-Mechanismus, dass die Leute Bescheid wissen. Nur so mal in den Raum geworfen. Weil ansonsten müsstest du ja ständig die ganzen Seiten abgrasen. Ich meine, zum Beispiel die ganzen Sachen von, ja, UK Train Sim ist jetzt mittlerweile tot, leider Gottes. Aber diese Sachen aus Facebook irgendwo runterlädst, die sagen, okay, ich habe das doch veröffentlicht, wir müssen das irgendwie auf Track halten, da mein Update reinkommt. Da gibt es natürlich auch die Gegenseite, gehöre ich auch dazu. Ich meine, solange die Sachen funktionieren und man nicht irgendwie so Major Bugs hat, warum updaten? Problem wird einfach dann, wenn erst andere Mods eine neue Version brauchen. So wie das hier. Oder schauen muss, dass deine ganzen Requirements aktuell sind. Oder die meisten davon zumindest. Ich sollte hier mal fester bremsen. Ich bin hier viel zu schnell. Das geht schief. Ah, das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Bitte bleib stehen, bleib stehen. Jo. Gott sei Dank wurde das Signal auf Fahrt. Ja. Falsche Kamera. Ja. Habe ich eine Rauschau-Kamera? Ja, danke. Schau mal den Fehler korrigieren. Überhaupt nicht peinlich für die Raid-Tour. Ich darf jetzt noch nicht komplett hinter Signal fahren, weil er jetzt schon die Ausfahrt registriert hat. Mal so stehen. Ach ja. Barbara, einmal durchgefallen. Ich und Bremsen. Oh, hab ich Glück gehabt. Da war der Zwerg.
Ja, gut. Sogar das hier ist detailliert. Ah, ich gehe zu Starbucks. Überteuerten Kaffee kaufen. Nee, ich weiß nicht. Ist jetzt nicht so mein Kaffeegeschäft meiner ersten Wahl, wo ich reingehen würde. Ist sogar das Starbucks-Logo da mit drauf. Dürfen die das? Ja, ich denke mal, so schlimm wird es auch nicht sein. Nee, vor allem ist auch mega süß das ganze Zeugs da drin und dann 6, 7, 8 Euro ausgeben für so ein Cappuccino mit Extras drauf. Sehe ich jetzt irgendwie nicht, aber soll jeder das tun, was er meint, dass er es tun soll oder trinken will? Will ich jetzt auch nicht vorschreiben. Okay, also, wir haben noch einen kleinen Halt hier. Wir sehen uns gleich wieder nach dem Schnitt. Ach ja, das ist übrigens auch neu in meinem Hansel-Pack. Solche Ansagen an andere hört sie doch regelmäßig. So, liebe Leute, wir sind bereit zur Abfahrt. Wenn wir hier mal nach vorwärts bremsen, lösen. Oh, der nächste HST. Mein Kollege. Und dann tu mal so, als wäre nichts passiert. So, den letzten Teil bis Bedford, den werde ich jetzt mal nicht kommentieren. Den dürft ihr erstmal so genießen, die Landschaft mal angucken, ob euch das in Hansel-Pack soweit zusieht. Und dann sehen wir uns in Bedford wieder. Also, bis gleich. Hoffentlich unfallfrei.
So, wir wären angekommen. Kurz das Interface wieder einblenden und das war's auch. In Bedford. Ja, die Fahrt ohne HUD war spaßig. Ich bin da dreimal zu schnell gefahren bei diesen 70ern. Ansonsten, glaube ich, war die Fahrt ganz gut. Der Stopp hier, glaube ich, kann man auch gelten lassen. Got back driver, delayed running, St. Pancras, York Service caused you to lose a few minutes after being relegated to the slows. But that's par for the course of raid tours. Another driver will now take over this tour northwards. At true, the 50s will give way to 71000, Duke of Gloucester, for a storming run along the North Wales coast. Ja, das ist für mich erstmal das Ende. Hat, wie gesagt, sehr viele Nerven gekostet, das hier überhaupt zu fahren, aber in Hanselbeck kann ich empfehlen, teilweise. Ich weiß nicht, wie es mit der Performance ist bei euch, aber bei mir sind die Frames nicht so pralle. In der Originalfassung von TS Classic. Ich habe es mit der Original-Engine probiert. Wanky. Also, ich weiß nicht. Mit Airway Enhancer funktioniert es, aber die richtig High FPS kriegen wir da nicht. Gut, das ist sowieso selten mit TS Classic. Aber so rein optisch sieht schon geil aus. Ja, ja, Security Match. Ich würde es mal sagen, ich bin erstmal weg. Eure Kommentare bitte gerne unten rein. Und dann sehen wir uns zum nächsten Abenteuer. Und hoffentlich brauche ich dann nicht wieder 1,5 Tage, bis ein Szenario läuft. Bis denn dann. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.